Wer schnappt sich den ersten Saisonsieg in diesem Aufsteigerduell? Der FC Memmingen holte ja zumindest schon einen Punkt zum Auftakt in Würzburg und war auch zuletzt in Bayreuth nah dran an was Zählbarem. Der SV Schalding-Heiningen, Weiß und Grün, blieb dagegen zweimal sieglos. Letzte Saison im gemeinsamen Bayernliga-Jahr gewann jeweils die Heimmannschaft. Noch hier erwischten die Hausherren vor gut 700 Zuschauern einen Top-Start. Dank freundlicher niederbayerischer Unterstützung. Keeper Max Böhnke lässt den Eckball von Fabian Lutz aus den Händen gleiten. Und Adrian Morina sagt nach 4 Minuten artig Dankeschön. Erstes Heimtor der Allgäuer in dieser Spielzeit. Und das zweite lag dann auch gleich in der Luft. Nur eine Minute nach der Führung hat Morina den Doppelpack auf dem Fuß. Kapitän Sebastian Ramel rettet bravourös, letztlich aber umsonst. Den Schiri Steffen Ewald pfiff den Einsatz von Noah Müller zuvor gegen Böhnke ab. Nach diesem Fast-Doppelschlag rappelten sich die Gäste jedoch auf und inszenierten selbst was nach vorne. Unter anderem landet eine Ecke im zweiten Versuch bei Patrick Drofer, der da deutlich mehr aus dieser Gelegenheit machen hätte können. Beide grundsätzlich sehr fehlerbehaftet, das ermöglichte zunächst den Gastgebern in der 20. Minute die nächste Offensivszene. Pascal Meyer setzt sich gegen zwei Schaldinger durch, Lutz mit Platz und der Hereingabe an den kurzen Pfosten, wo Tiziano Mula schneller ist als sein Gegenspieler, 2:0 für den FCM. So richtige Sicherheit gab das dem heimischen Spiel aber nicht, sehr zum Missfallen von Trainer Stefan Bayerl, denn auch hier brachten Fehler die Schaldinger immer wieder rein in die Show. Und in der 30. Minute entscheidet Ewald nach diesem Duell zwischen Lukas Gerlsbeck und Fabian Schnabel auf 11 Meter für die Gäste. Der Gefaulte tritt selbst an, unverwandelt mega souverän zum Anschlusstreffer. Dies dann gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel erneut viele Unsicherheiten und Ballverluste. Einen solchen hätte Drofer 6 Minuten nach Wiederbeginn fast bestraft. Letztlich geht die Kugel aber nur ans Außennetz. Auf der anderen Seite barg jeder hohe Ball in den Strafraum großes Gefahrenpotenzial. Die Gäste bekommen die Pille nicht weg, der eingewechselte Micha Barreis, aber wie zuvor Drofer aus Spitzenwinkel nur ans Außennetz. Die Niederbayern jetzt allerdings grundsätzlich gut drin in der Partie und mit einem schönen Spielzug in der 58. Minute. Drofer mit Platz und viel Gefühl, das Leder klatscht aber nur an den Innenpfosten. Viel Pech da für den SVS. Hinten offenbarten sie trotzdem weiterhin jede Menge Lücken. Eine simple Kopfballverlängerung bringt Meier in Top-Position. Böhnke verhindert mit einer Glanzparade den dritten Memminger Treffer. Irgendwie lag hier aber noch was in der Luft. Vielleicht jetzt in der 78. Minute. Drofer wird gefault, Spiel geht aber weiter. Der eingewechselte Quirin Stiegelbauer energisch und mit einem sensationellen Abschluss. Der mittlerweile durchaus verdiente Ausgleich für die Niederbayern. Das rief nun wiederum die Gastgeber auf den Plan und das letzte Wort war hier tatsächlich noch nicht gesprochen. Ein ganz weiter Schlag landet bei Meier, der da ungenügend verteidigt wird von Markus Tschuk und so schiebt Meier die Kugel am Böhnke vorbei zum 3:2 Endstand in die Maschen. Der FCM entscheidet in der 87. Minute, ein Fehlerspektakel letztlich also doch noch zu seinen Gunsten. Ja, wenn ich das Spiel jetzt resümiere über alle 4 Spiele, dann hat man mit Sicherheit heute die schlechteste Leistung von allem, aber 3 Punkte und das ist im Endeffekt das, was zählt. Und jetzt sind wir froh, dass wir in der Regionalliga unseren ersten Dreier gelandet haben. Dreimal haben wir es jetzt leider nicht gepackt und heute, wie gesagt, mit der schlechtesten Leistung belohnen wir uns dann. Also bin ich glücklich und hake das auch schnell wieder ab. Das waren 3 einfache Gegentore. Wir haben riesige Moral bewiesen, 2-0 Rückstand, sauber aufgeholt, dann mit dem Pfostentreffer in den Pfosten raus, noch eine gute Aktion und jede Menge Offensivsituationen, die ganz einfach zu Tore führen müssen. Wenn du die nicht nutzt, dann kann es da passieren, dass du 3 fangst, so behind, und dann verlierst du auch. Nichtsdestotrotz gratulieren wir natürlich Memmingen zum Sieg. Der FC Memmingen feiert also die ersten 3 Punkte der neuen Saison. Für den SV Schalding-Heiningen ist dagegen der komplette Fehlstart mittlerweile Realität.